komme da gar nicht rein. Brauche ich jetzt auch noch... Brauche ich jetzt auch noch beschissenen... Beschissene Mana? Vier, fünf, sechs. Noch eine Kaserne. Hier geht noch eine hin. Da geht auch noch eine hin. So, so machen wir so weiter. So, Schmelzen haben wir vier in Bau. Dann könnten wir hier uns auch noch eine gönnen. Da geht noch eine hin. Da auch. Und nochmal zwei Waffis. Dann kannst du schon mal nochmal 5 Hämmer draufpacken. Und wir bauen auch ein Lager für Werkzeug. Nicht, dass ich da irgendwie verlaufe. Jetzt mal hier hin. Also, alles ausgenutzt, was so geht. Wann und ob mir... Ja, ich mag das gar nicht mehr kommentieren, ehrlich. Aber man sieht ja bei Ubisoft, es gibt ja Spiele, die haben noch viel mehr Probleme wie Siedler. Und das heißt schon was. Sag nur Beyond Good and Evil 2 oder Skull and Bones oder so. Von daher gehe ich schon davon aus, dass da noch irgendwann ein Release kommt. Die sind ja auch verdammt irgendwas zu releasen, weil die müssen ja auch noch irgendwie Geld damit verdienen. Ja, es ist echt wie befürchtet. Das sind keine Fische. Es gibt's hier nicht. Kann ich mir also alles schenken. Oh, ihr bleibt stehen. Ihr habt keine offenen Baustellen. Ist ja halt auch eine Buddel, ne? Es ist ja auch irgendwo eine Buddel. Wir graben uns hier raus. Irgendwie. Wo ist eigentlich die Eisenkarawane? Da kommt sie. Was? Eins ihrer Gebäude wird beschossen? Ach, da war ein Sabo. Oh, gut. So, nächste Insel. Also ich denke mal, wenn Ubisoft verkauft wird durch irgendeine Übernahme, dann muss da nichts mehr mit Siedler. Das ist sicher die Marke, die als erstes fallen gelassen wird. Weil dann wieder irgendwelche Wirtschaftsanalysten, die da keinen Plan von haben, von irgendwelchen Videospielen, dann auf Verkaufszahlen gucken und dann ist es sowieso fallen. Komm schon. Hä? War da gerade... War da gerade ein Hammer? Aber wir nähern uns. Wir nähern uns. Was ist denn eigentlich hier euer Problem? Die
Fische gehen nicht rein, weil die Steine im Weg sind. Ein Bug im Bug sozusagen. Ja, das war eine Thor's Hammer-Animation, klar, aber. Woher? Warum? Da ist doch nichts. Hier wird nichts mehr gebaut. Ne? Nicht, weil ich die Ressourcen nicht habe, sondern weil hier einfach Horror gegraben werden muss. Jetzt haben wir wenigstens mal 24 Brennjahr. Was, sind 32 noch in Auftrag? Was? Was auch immer ich da zusammengeklickt habe. So, geht jetzt hier was weiter? Das sind doch die 20 Fische. Was konnte ich jetzt nochmal tun, wenn es nicht mehr geht? Die auf 0 setzen? Nee. Die Handelsroute reißen, was auch nicht. Ich glaube, in dem Fall muss ich das Gebäude abreißen. Oh, wäre schon cool, eine echte Handelsroute zu haben. Auch wenn es ultra ineffektiv langsam dann ist. Bist du gelb? Nee, nicht, dass hier noch einer steht. Ja. Mann, Mann, Mann. Dab, da, da. Übrigens haben meine Merlins gestern gewonnen gegen Chemnitz. Voll nice. Letztes Spiel. Wenn heute Bamberg zu Hause gegen Hamburg verliert und wenn Göttingen in München verliert, bei den Bayern, dann spielt Gralsheim Playoffs wieder dieses Jahr. Aber nur, wenn die zwei verlieren. Ach ja. Man kann ja noch hoffen. So, wir nehmen den Kurs wieder auf hier hin. Gucken, wo es euch jetzt hinsteuert. Also ein Kriegsschiff kommt noch safe. Aber hatte ich nicht sogar hier Tors? Aber die habe ich alle gekillt, ne? Die habe ich weggeräumt. Meine ich. Hoffe ich. Nicht. Das können wir anders lösen. Alter, da war... Wie genau funktionieren die Dinger? So. Ich brauche keine Schiffe mehr, glaube ich. Null, Handelsschiff bauen. Auf geht's. Handelsroute erstellen. Zack. Kannst du abbrechen? Das brauchen wir nicht mehr. Wir wollen ein Handelsschiff. Dann haben wir den gewünschten Weg des Mappers auch noch geschafft. Wenn auch ein bisschen zweckentfremdet. Ey, grabt.
Hier packen wir Gold rein, haben wir gesagt. Also Golderz. Es ist immer noch ein Ruinenaufbau. Ich frage mich auch gerade, ob Samstag früh oder Sonntag früh der bessere Tag zum Streamen ist, wenn ich früh stream. Nächste Woche geht das übrigens nicht. Da ist wieder alles um 22 Uhr. Hallo Drachenmorin. Grüß dich. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Überraschend fit dafür, dass ich nur 6 Stunden geschlafen habe. Passt. Und ich freue mich so ultra, dass sich dieses grandiose Video... Ich feiere mein eigenes Video. Kommt auch ein bisschen blöd, aber ich mach's trotzdem. Was heute um 14 Uhr kommt. Star Wars Shadows of the Empires. Empire. Ich habe es auch ein paar Mal falsch ausgesprochen. Ich sage immer Empires, aber es gibt ja nur ein Empire beim Imperium. Guckt euch das bitte alle an. Bitte, bitte. Doctor Strange 2. Okay, richtig gut, richtig geil. Okay. Ich habe es noch nicht gesehen. Bin ich mal gespannt. Fische liegen jetzt mal genug da. Ich glaube echt, dass ich hier noch reißen kann. Kriegen wir noch einen Hafen? Nee, kriegen wir nicht. Momentan. Aber hier. Das ist so wild, ne, was ich hier mache. So, jetzt lauft man den Weg hier ab. Und ihr versucht es nochmal hier reinzufahren. Da müssten wir doch jetzt... endlich frei sein. Aber jetzt sieht es besser aus. Sei denn, hier steht noch irgendein Kriegsschiff. Oh, und hier können sich auch Handelsschiffe natürlich sowas von verknoten, ne? Na, aber das sieht gut aus. Gehst schon mal an deinen nächsten Arbeitsplatz. Gut, gut. Nächsten neuen. Und du bist dann für das. Du bist dann auch schon da. Okay, wenn ich jetzt hier nochmal einen hinkriegen würde. Wäre halt nice. Ist aber gerade nicht. RIP. Okay, gut, dann fahrt mal bitte hier raus, sonst seid ihr mitten im Knoten. Ja, Wahnsinn, hier wird mal was gebaut. Es fehlen Steine, oder? Wieder mal? Nee. Oder sie kamen gerade erst. Weiter. Ein Turm. Hier Fische. Nö. Wie
läuft bei euch heute der Muttertag ab? Also die Mutter habe ich heute noch gar nicht gesehen. Also meine Frau. Wir gehen heute Mittag, also ich streame heute bis 12. Ist auch mal noch Siedler bis 12. Und dann gehen wir heute Nachmittag aufs Feuerwehrfest. Und hat die Feuerwehr Tag der offenen Tür. Da macht was die Kids davon. Mehr haben wir eigentlich nicht geplant. Bis jetzt. Und heute Abend, da ich ja jetzt stream, habe ich heute Abend Zeit. Dann, keine Ahnung. Können wir mal uns zusammen auf die Couch hocken und einfach nichts machen. Das gab es bei uns auch schon lange nicht mehr, kurioserweise. Das ist auch mal schön. Ja, essen gehen geht nicht, kein Babysitter. Also müssen wir hier bleiben. Und du bringst die ersten regulären Steine. Ja, super. Ich brauche unbedingt auch hier noch ein Steinlager, ne? So, hier ist jetzt auch Schluss mit Munition. Das hätte ich auch schon früher anhalten können. Dann gucken wir mal, ob das Handelsschiff lebendig durchkommt. Ich bin aber guter Dinge, ehrlich gesagt. Dinge. Nicht Dinger. Aber ja, läuft hier halt echt schleppend an. Hier muss auch noch ein Turm rein, um die Laufwege zu beschleunigen. Hier macht er wahrscheinlich auch nochmal Sinn. Hier noch ein Ritter, wahrscheinlich nicht. Eieieiei. Was passiert hier? So. Die Jungs, mit denen kannst du nicht essen gehen. Nee, da hast du keine Ruhe. Du musst nach den Jungs gucken. Dann ist das ziemlich von Arsch. Mit den Jungs kannst du McDonald's gehen oder so. Ich meine so richtig essen gehen, weißt du? Nobel. So, und du kriegst dann auch deine Route hier runter und auch du darfst Steine bringen. So. Jetzt habe ich so viele Handelsschiffe, dass ich noch keinen Fatal Error gekriegt habe. Es ist nur noch eine Frage der Zeit wahrscheinlich. Aber nach wie vor fehlen mir überall Steine. Es muss schneller gehen. Aber da liegen sie doch. Oder sind die jetzt auch verbuggt? Was holt er denn da weg? Ich? Nix? Nee, nee, du nimmst schon Stein. Ich hab doch hier sogar einen. Hab ich Siedlermangel? Siedler am falschen Ort Mangel? Hm. Es sind einfach nur die Laufwege as hell. Die
Komm, grab doch schon mal den nächsten aus. Da haben wir dann 10, 12, 14, 16 Goldies. Wow. Jetzt gegen 6 Waffis? Spielst du freies Siedeln? Ne, ich spiele Custom-Kampagne. Ich muss jetzt halt nochmal noch ein Heer aufstellen und dann hier mal so rüberbügeln. Das zieht sich noch ein bisschen, befürchte ich. Können ja mal anklopfen. Können ja mal gucken. So. Weil hier sind sie doch schon. Geht mal da lieber weg. Offensichtlich stand da irgendeiner. Oh, ein Lager ist fertig. Was wollte ich hier einlagern? Goldbarren bestimmt. Ich komme da gar nicht rein. Brauche ich jetzt auch noch... Brauche ich jetzt auch noch beschissenen... Beschissene Mana? La, la, la. Also gut. Es ist ja immerhin sehr hügelig, weil Buddel. Ja, höre ich nur. Komm, ich schieß mit L3ern. Irgendwas gut sein. Deshalb greift er mich nicht an. Er kann schlicht und einfach nicht da raus. Nehmen wir mal. Oh Gott, hat der so viele da drin stehen. Nehmen wir mal ein paar aus dem Spiel. Er kann sie ja nicht nachbauen, offensichtlich. Viertel, hau rein. Bis nächste Woche. Oh, das erste Schiff war da. Nice. Das zweite ist unterwegs. Was hat es dann geladen? Die Steine mitgenommen. Hi Chris, grüß dich.
Danke für dein Follow. Ja, also. Hier tut sich nichts. Dann packen wir mal hier nochmal Steine und Fische rein. Ich lasse mal einfach weiterlaufen. Einmal drumherum. Dass die paar Bogies schon weg sind und das ist schon, das sieht schon optisch gar nicht schlecht aus, ne? Im Grafen. Meine Verluste scheinen nicht der Rede wert zu sein. 16. 134, ja gut, ich schieße halt mit L3 an. Und habe mittlerweile auch 100 KK erreicht. Wahnsinn. Zweite Kaserne hat es auch geschafft. Sollte ich die vielleicht reißen? Die Lager da oben. Ich glaube, ich reiße die jetzt ab. Und ich erkläre euch auch, warum. Denn ich habe hier unten ein Goldlager und die sollen lieber gucken, dass das unten immer befüllt ist. Und die nehmen die hier nicht raus dafür, um sie ins andere Lager zu packen. Und das gleiche ist mit dem Eisen hier oben. Ihr habt jetzt vorproduziert, das ist gut, aber ihr sollt das nicht mehr hier lagern. So, und dann tragt ihr das hoffentlich alles ab. Das macht natürlich, das tut meinem Siedlermangel natürlich noch. Ich habe aber theoretisch keinen Siedlermangel. Es sind ja nur die langen Laufwege. Uiuiuiui, da treffe ich schon einige Bogies, hä? Huh? Also Trojaner, so kämpft man nicht. Und da kommen wieder Steine, auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ja, jetzt wird gelaufen. Das war der Plan. Da wäre ein Lager fertig. Hier packen wir mal alle Werkzeuge ein. Nicht, dass mir hier die Werkzeugschmiede vorläuft. 2, 3, 4, ja. Das ist schon so passiert. Tja, jetzt brauchen wir natürlich einen Priester. Alle weg. Schauen wir uns an, wo der andere Gegner ist. Der müsste hier oben irgendwo drin sein. Vielleicht auch nicht erreichen können. Feuer! Ach, wenn du hart angenockt bist. Du bist stärker. Komm schon. Geht doch. Oh shit, da rückt einer nach. Das ist dein Tod. So. Ach shit, das war das Werkzeuglager. Was wollte ich hier einlagern? Eisenkohle haben wir schon. Holz und Stein, oder? Machen wir auch noch eins für Holz hier unten.
Mann, hey, bau doch mal was fertig. Und hier gibt's dafür einen Fischlager.